Du bist der Adler? Scheiße. Oh Mensch, Scheiße. Ich hoffe, du meinst das mit der Kamera, dass du dich verdrückt hast. Die Kamera. Die Kamera. Na, wo bleibt die Elisa? Ich sag nur eins, Elisa ist top. So, hier kommen jetzt die richtigen Steigungen wieder. Aber das macht der Eduard Möhe los. Also, wer zuerst an der Donau ist. Jetzt guckt sich das einer an. Ein illegaler Camper in meinem Garten. Grüß dich, René. Soll ich mal runterkommen? So, wie besprochen, René zu Besuch bei mir. Ja? Und hinter uns die Fahrzeuge. Du hast dir das schon ausgesucht, ne? Ja. Weil du meinst, das bist du hier gewohnt, ne? Elisa. Auf drei Rädern, ne? Die Elisa. Ich stehe auf Elisa. Steht auf Elisa. Ne? Ja, ich weiß ja nicht, wie erfahren du schon mit drei Rädern bist. Ne? Wollen wir mal gucken, ob du akrobatisch bist, dass du dann auf Zweien fährst und sowas. Ne? Das ist mir zu gefährlich. Nur nicht zu wild, denn ja, die Elisa hat schon gelitten. Ich zeige das gerade den Zuschauern mal. Hier vorne fehlt nämlich der Frontbügel. Also falls sich jemand wundert, die hatte schon einen kleinen Unfall, nichts Wildes, aber der Frontbügel wird getauscht und darum fehlt er jetzt hier. Auf geht's, wa? Ja, dann würde ich sagen, genau. Packen wir die Schlüssel, bei dir steckt schon der Schlüssel, meinen muss ich noch suchen. Und dann quasseln wir jetzt gar nicht lange rum, wir fahren erstmal und du sagst mir dann, erzählst mir dann mal, wie du das überhaupt findest, das Ding. Weil du sagtest, dein Teil hat 1,5 kW, ne? Ja. Und die Elisa, die hat richtig was unterm Rock, die Elisa. Wollen wir schauen. 3 kW. Gut, los geht's. Also René, du bist der Adler? Oh Mensch, Scheiße. Oh Mensch, Scheiße. Ich hoffe, du meinst das mit der Kamera, dass du dich verdrückt hast. Die Kamera. Die Kamera. Aber ansonsten kennst du dich ja aus mit dem Modell, ne? Also, jetzt fällt's mal los, Leute. Eigentlich brauchst du nur Gas. Du weißt doch, wer bremst, verliert. Ja, ich geb mal Gas. Gib mal Gas. Da fährt er hinter René. So, jetzt aber schnell dem René hinterher. Der ist mir schon abgehauen, der Bursche. So, da unten steht er. Wir müssen aber mal langsam diese Bordsteinkante runter. So. Da unten ist er und wartet und weiß nicht, wie es weitergeht. Aber das kann er ja auch nicht wissen. Darum fahre ich jetzt auch mal vor und der René folgt mir. Und dann gucken wir mal ein bisschen über Land hier kurz und dann hoch zum Fürstenberg. Da kommt der René. Und wie sind die ersten Meter? Ich sag nur eins, Elisa ist top. Ich brauche auch einen mit 3 kW Motor. Das Ding geht ja los. Geht los, ne? Ey, Wahnsinn. Jo. Vor allem wirst du dann mal merken, wenn es berghoch geht. Da merkt man es dann ja erst richtig, ne? Sag mal, hängt bei mir irgendwas am Auto? Weil ich höre immer so ein Klack, Klack, Klack. Oder wahrscheinlich habe ich einen Stein in den Reifen, wa? Da hängt nichts rum, ne? Weil ich bin eben aus der Ausfahrt raus und ich sag dir noch, pass bitte beim Tor auf mit diesem Mittelstück. Ja, und ich fahre natürlich mittig drüber und erwisch mein Auspuffrohr. Nee, und jetzt, aber ich glaube, dieses Klacken, ich glaube, da ist ein Stein oder sowas im Reifen. Da ist immer so klack, 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 ne? Naja, aber solange da nichts baumelt oder so. Ich guck mal eben. Sicher ist sicher. Ah. Nee, da ist gar nichts. Da ist bestimmt ein Stein. Und läuft? Ja, super. Läuft gut, ne? Wahnsinn, also die Steigung im Ort schon. Ja. Da hätte ich mich mit meinem Nio getraut. So, hier, die Bergkuppe. Hier, der erste Wald. Müssen wir von hier jetzt da oben rauf. Da siehst du ja, da sind ein paar Höhenmeter auf wenig Kilometer. Und dann gucken wir mal, wie die Elisa sich schlägt. Mit dem E-Dur hatte ich es ja schon hinter mir. Also der kommt da hoch. Bei Elisa weiß ich es nicht. Werden wir sehen. Du bist der Testpilot heute. Auch nicht schlecht. Wieso spare ich mir das schon mal? Also, auf wie.
Na, wo bleibt die Elisa? Also der Eduard macht das mühelos hier, diese Steigung. Aber das hatte ich ja schon mal gezeigt. So, und da kommt die Elisa. Hat den Berg auch geschafft. War auch nicht anders zu erwarten. Und, fängt sie an zu schwächeln, oder? So, hier kommen jetzt die richtigen Steigungen wieder. Aber das macht der Eduard mühelos. So, wir parken schon mal ein hier. Und da kommt die Elisa mit dem René. Ein hübsches Pärchen. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Fürstenberg erklommen. Ja, Wahnsinn. Die, haben es geschafft, die Teile, ne? War eine Leichtigkeit, also super. Ja, also, ja, ja. Nee. Braucht ein 3 kW Motor bei so einem Teil. Auf jeden Fall, ne? Gerade auch, wenn es doch wirklich möglich sein sollte, damit einen Anhänger zu ziehen, dann brauchst du erst recht einen mit 3 kW. Ja, ja. Also ein Anhänger wiegt ja auch noch mal, weiß ich, 60, 70 Kilo, wenn du leichten hast. Naja, und dann kommst du ja selbst bei der Elisa schon an die 300 oder über 300 Kilo, ne? Mhm. Und wenn du jetzt überlegst, hättest du da wirklich nur 1 kW, 1,5 kW, das kannst du vergessen. Da schaffst du nichts. Hast ja im Pedelec bald mehr. Ja, richtig. Jetzt schau dir das mal an. Top. Es ist leider nicht ganz klar, weil sonst würden wir hier jetzt auch die Alpen sehen. Ne, wenn wir da jetzt, leider haben wir jetzt doch die Wolken da drüber hängen. Doch, man kann es. Da hinten kannst du es, ja. Ah. Siehst du den Unterschied zwischen Wolke und Alpen und Berge? Ja. Das kann man erahnen. Also schade halt, ne? Aber sonst, hier hast du halt einen schönen Blick. Bist du gewaltig hoch hier? Ja, guck mal, da hast du den Feldberg drüben, wo du dieses Türmchen da stehen hast. Oder diese Türmchen, da siehst du mehrere. Siehst du da? Guck mal so dran lang. Du hast quasi da eine Kuppe, eine längere Kuppe und dann die dann kommt. Ach, da. Da ist der Feldberg. Wir können ja noch höher gehen. Wir können noch höher gehen, können wir ja auch mal machen. Sitzen können wir dann immer noch. Wir haben unsere kleine Fürstenbergrunde gemacht und starten jetzt wieder die E-Mobile. Jetzt geht's wieder abwärts. Ja, genau. Weiter geht's. Weiter geht's. Also, wer zuerst an der Donau ist. Haben wir ein paar Meter gemacht heute, ne? Mit ja, den Dingern. Absolut super. Aber dir gefällt es wirklich, ne? Ist jetzt kein Gelaber oder so, ne? Also wenn ich die Kohle hätte, ja, dann würde ich mir auch so ein Ding holen mit 3 kW. Ja. Das ist, und das, ich weiß nicht, ob ich festgestellt habe, die Federung ist auch besser wie bei mir. Also ja, du merkst schon, das ist schon eine deutliche Weiterentwicklung hier als zu meinem Teil. Ja. Das ist schon, echt top. Also gefällt mir richtig gut. Ja, es ist ja, wo ich den Walter kennengelernt habe, da hat er mir ja versichert, ich hatte ja so ein Pech mit meinem Dreirad, was ich da vorher hatte, das kennst du ja auch und die Zuschauer kennen es ja auch. Und er hat mir versichert, das geht auch besser. Mhm. Er würde darauf achten, also er fliegt auch wirklich selber nach China hin, guckt sich die Produktion an, fährt da und alles. Ne? Und wenn etwas Schrott ist, kauft das nicht, holt das nicht rüber. Das hat er mir versprochen. Mhm. Und da war ich dann ja da an dem Tag und dann sind wir ja auch beide gefahren und ich war auch eigentlich sofort begeistert. Ne? Wie du schon sagst, du hast auch nicht diese Schläge da drin, ne? Wenn du mal über Unheil... Richtig. Ne? Natürlich ist es kein Mercedes oder sowas, das muss man jetzt auch, darf man jetzt, man muss immer noch bedenken, was es ist. Aber für diese Fahrzeugklasse ist das komfortabel. Ja, ne? Also gefällt mir richtig gut. Denke ich auch. Naja gut, alles Weitere über die Elisa, ich meine, ich weiß nicht, es liegt ja an mir. Ich bin ja so zeitlich gebunden. Du hättest ja sogar noch Zeit, ne? noch mal irgendwas zu machen mit den Dingern. Ja. Ich muss mal gucken. Bei mir ist es halt schwierig. Ich bräuchte dann einen Hundesitter.
Oder ich packe dir Eddie zum Beispiel hinten mit rein. Ne? Du hast ja einen Zweisitzer und den kleinen Pablo nehme ich so mit ins Handschuhfach. Aber dein Großer isst mich doch auf. Ach was. Nee, müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie unter, doch noch mal was zu machen. Eine richtig schöne Ausfahrt. Ne? Das war heute ja mal so rantesten nur so ein bisschen. Aber eine wirklich schöne Ausfahrt. Ne? Gucken wir mal. Schauen wir mal. Also, ja, war es das wieder. Video schließen. Ja. Und somit bleibt mir wieder nichts mehr zu sagen, außer ciao. Ja, tschüss.